Seid mir gegrüßt, meine rauen Jungs und Mädels. Willkommen zu einer neuen Folge bei Raugezockt auf dem Pott mit. Und dieses Mal haben wir wieder einen Zuschauerwunsch. Und zwar vom Weidemann. Komischer Name. Sagt mir so gar nichts. Aber gut, er hat sich ein relativ unbekanntes Spiel, glaube ich, gewünscht. Und zwar Super Mario Land 2. Habe ich noch nie gehört von einer Firma namens Nintendo. Sagt mir gar nichts, aber ist wahrscheinlich nichts. Aber ich schau mal rein, würde ich sagen. Und zwar, wie immer, mein Panda-Wecker stelle ich auf 10 Minuten. Und dann schauen wir mal, was das alles so kann. Ne? So, also starte schon mal. Ja, irgendwelche Röhren. Ja. Klingt irgendwie komisch, aber gehen wir mal rein, würde ich sagen. Okay. Müssen wir wahrscheinlich irgendwas drücken. Aha. Übrigens habe ich gelesen, dass der Held Mario heißt. Komischer Name. Kann man Held Mario nennen? Okay, was sind das für Frageblöcke? Also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Keine Ahnung. Ein Pilz? Sehr komisch. Spring ich mal drauf? Keine Ahnung. Also anscheinend scheint hier so ein Plattformer zu sein. Steuert sich, ja, normal, würde ich sagen. Ein Pilz? Größer. Komisch. Aber ich erzähle noch, was diese Woche bei mir noch kommt. Und zwar, am Donnerstag kommt noch ein Testvideo, wie immer. Und vielleicht, wenn es kommt, wenn es passt, kommt was zu Wrestling. Ah, also, Also die Fragezeichen muss man anscheinend wirklich umwemsen. Muss man hier machen. So. Also Technik her sieht so, naja, würde ich sagen, mal aus. Also manche, ich habe schon mal gelesen, manche finden das Spiel ja ganz toll, ne? Aber komisch. Mein Ton, ihr hört es wahrscheinlich, der ist natürlich in Ordnung. Oh, mal gucken. Ein Herz. Okay. Extra Leben kommt natürlich hin, würde ich sagen. So, okay. Wird irgendwas runtergehen? Eine Glocke? Seltsam. Aber man hat schon den Reflex, sofort die ganzen Kästchen wegzuhauen. So, aber genau, was diese Woche noch ankommt. Also. Wrestling natürlich, wird auf jeden Fall geguckt, ist super. Ich glaube, Hulk Hogan kämpft gegen den Macho Man, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das wird natürlich wieder fantastisch. So. Was passiert denn da? Oh, und gestorben. Aber naja, gut. Versuchen wir das Ganze nochmal, würde ich sagen. Genau, wobei sich wohl auch ein neuer Wrestler andeutet. Das wird so ein bisschen angedeutet, ein bisschen gespoilert auf jeden Fall. Der nennt sich der Undertaker oder irgendwie sowas. Ach, ich glaube, der kann nichts. Also Hulk Hogan kann keiner schlagen, würde ich sagen. Ne? Dong, dong, dong. Immerhin kriegen wir auch nicht extra Leben. Okay, wir können es hier so schießen anscheinend. Das ist natürlich nicht verkehrt. Vielleicht gibt es da später auch noch andere Upgrades. Schauen wir mal, würde ich sagen. So. Ich hoffe, diesmal muss ich nicht schneiden, weil ich wieder irgendwo gescheitert bin. Und da. Herrlich. Sehr schön. Also immerhin habe ich das erste Level geschafft. Das ist denn kein Komplettausfall, würde ich sagen. Ah, 3 Leben anscheinend. Schade. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe mir heute mal mein Bart neu gestutzt. So ein bisschen labbrig ist er hier noch. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Keine Ahnung, da ist ein Baum. Gehen wir mal hin, würde ich sagen, ja? Ha. Komisch. Also, die Grafik könnte echt besser sein. Alles so krümelig aus. Schießt es einfach mal irgendwo hin, ne? Also, na gut, die Steuerung ist so ein bisschen, naja.
Wie gesagt, also, mich stört einfach, dass der Held Mario heißt. Wie kann man einen Helden Mario nennen? Schlimm. Schlimm. Und es sollte auch noch Klempner sein, glaube ich, habe ich gelesen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Echt, ey. Schlimm. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, keine Perle des Gameboys. Aber, naja, gut. Ist halt nicht so wie der Perfect Man beim Wrestling. Versteht ja? Nicht perfekt. Habe ich mal wieder einen Knüller rausgehauen. Wunderbar. Okay, hier komme ich nicht lang. Ach, der zeigt ja auch hier so eine Begeisterung, ne? Herrlich. Das scheint etwas auf Drohung zu sein. Hier ist noch so eine Dings. Wo ich jetzt zuerst kleiner und wieder größer. Wir kommen auf so einen Quatsch. Also so weit, so gut. Also die Musik ist schon in Ordnung, würde ich sagen, ne? Ja, ne? Ja. Also ich glaube, lieber Weidemann war das, oder? Oder Weidemann? Auf jeden Fall. Danke für die Empfehlung, auf jeden Fall. Ist mal nett reinzuspielen, habe ich schon länger hier in meiner Sammlung liegen. Ach, das habe ich die Locke diesmal nicht erwischt. Habe ich auf jeden Fall schon länger in meiner Sammlung liegen. Aber noch nie reingespielt, weil irgendwie Super Mario, ey. Ne, also, auch wenn es schon der zweite Teil ist, also muss ja schon etwas populärer sein, aber ne, weiß nicht. Hierbei rau angespielt, da nehmen wir gerne ja mal öfter mal auch unbekanntere Titel, ne? Denn nur so kann man ja mal schauen, was es da noch so auf den Gameboy gab. Eigentlich ist das so ein bisschen Gelee, da muss man aufpassen, das ist natürlich mal eine ganz nette Idee, so für zwischendurch. Also eigentlich ist es schon ganz gut für auf dem Pott zu spielen, würde ich sagen. Ah. Okay, da komme ich nicht hoch, da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie... Ja, komisch. Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt gerade viel zu blöd an und das ist gar nicht so schwer. So, jetzt sind wir rüber. Gerade muss ich mich echt konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach, wie das vielleicht aussehen mag. Ah, da haben wir dann aber noch geschafft hier. Herrlich. Und wieder die Glocke. Ach, hier sind ja Kühe im Gelee. Also da war es natürlich sehr kreativ, muss ich sagen. Oh, wir fallen runter. Ja. Wahrscheinlich gibt es sowieso keinen Fallschaden oder irgendwie sowas. Okay. Ah, ist mal wieder klein. Schade, schade. Was auch immer das war. Und jetzt sind wir tot. Na gut, aber wir haben ja die Glocke aktiviert, würde ich sagen, ne? Schauen wir mal. Gehen wir mal hier weiter. Also, habt ihr mal was von dem Titel gehört? Also, noch nie. Habt ihr das vielleicht durch Zufall in der Kindheit irgendwie gespielt? Ich glaube auch eins der 1-Euro-Grabbeltisch-Module, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh. Und jetzt, mal gucken. Ah, wieder so eine Schießblume, wie auch immer die heißen. Oh, wir können uns ja drehen. Herrlich. Pirouette. So. Okay. Es wird schwieriger. Und das schon quasi im zweiten Level. Wieso kann ich denn da nicht durch? Komisch. Ja, das ist mit dem Gelee gar nicht so einfach. Vor allem dabei auch noch nebenbei zu labern. Ja.
Also hat man es ja auf jeden Fall einfacher, wenn man klein ist, würde ich sagen. Und haben es geschafft. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir klein. Das hätten wir gerade gebraucht. Oh, jetzt sind wir ganz klein. Ah, das ist nicht so einfach. So, und dann haben wir hier wahrscheinlich das Level beendet. Und haben es geschafft. Sehr schön. Ach, stimmt, jetzt haben wir wieder dieses komische Minispiel. Ja, haben wir nichts erwischt. Kann man ja auch nicht immer haben, Glück, ne? So, jetzt geht's weiter. Links Ameisen, rechts Bienen. Da bin ich natürlich bei beiden nicht so. Aber na gut, nehmen wir mal die Ameisen. Oh! Und ich weiß, ob ihr das gehört habt. Die Panda-Uhr hat zugeschlagen. Die 10 Minuten sind um. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke an den Weidi-Mann für die Empfehlung. Ja, Spiel. Man glaubt, man kann spielen, aber es glaubt nichts Besonderes. Und bleibt immer schön rau. Macht's gut.